Wahrscheinlich werde ich mal demnächst mal gucken, ob es hier irgendwas von Elder Scrolls gibt. Hier so Bücher oder sowas. Kompendium oder sowas. Würde mich ja doch schon irgendwie so ein bisschen interessieren. So, gut. Ah, ich dachte wirklich, diesmal hätte ich es. Sei verflucht, du summender Schrotthaufen. Das ist doch Trotz, oder? Verzeih, dass ich dich kaputt gemacht habe, ja? Ich hätte dieses verdammte Ding nie anrühren sollen. Dummer Revus. Du musst auch an allem herumfummeln, ne? Ach. Wer ist er denn? Ah, grundgütige Götter. Ihr habt mir ja fast einen Herzanfall verpasst. Ihr seid eine Reduran-Vollstreckerin, oder? Hört mal, dieses Ding ist fast schon wieder heil, versprochen. Wartet, warum murmelt ihr nicht bloß sinnlos vor euch hin? Spart euch die Antwort. Ich kann nichts hören, meine Ohren sind verstopft, wisst ihr? Was geht mit diesem Gerät vor sich? Siebläuse? Oh weh, ihr seid genauso verrückt wie die anderen, oder? Versucht euch zu konzentrieren. Dieser Resonator ist defekt. Ich muss diese Regler auf die korrekte Sequenz einstellen, aber ich kann die Töne nicht hören. Wisst ihr von einer Sequenz, die man hier einstellen könnte? Nickt einfach. Wisst ihr von einer Sequenz, die man hier einstellen könnte? Tja, das ist entmutigend. Aber zufälliges Herumprobieren ist die Mutter aller guten Erfindungen, nicht wahr? Ihr müsst für mich an den Reglern herumdrehen, bis ihr findet, dass sie in der richtigen Position sind und dann diesen Hebel da ziehen. Alles, was ihr gesehen oder gehört habt, könnte euch dabei helfen. Ich glaube an euch. Tja, das hat nicht geklappt. Aber versucht es weiter. Es gibt ja nur 1024 mögliche Kombinationen. Wir haben das im Nu.
War das unten oder Mitte? Ich wüsste das ja nicht mehr. Es tut mir leid, aber ich werde euch nicht viel nutzen. Selbst wenn ich die Töne hören könnte, wüsste ich nicht, wie man sie anordnen muss. Ihr müsst auf eurem Weg hier herunter etwas gesehen oder gehört haben, oder? Irgendwelche Hinweise? Versucht einfach, euch daran zu erinnern. Was ist mit diesen Eierträgern? Könnten sie helfen? Nun, ich bin mir nicht sicher, wie Eierjäger uns helfen könnten. Aber euer Einfallsreichtum ist durchaus begrüßenswert. Ah, ich hatte da gerade eine Idee. Vielleicht kann einer der Eierträger helfen. Sie sind in schlechtem Zustand, aber sie könnten vielleicht etwas Nützliches summen oder murmeln. Was für ein Ding ist das genau? Was? Dreamergerät zeigen, was ist das Ding? Ah, das ist ein Klangresonator. Sehr mächtig und sehr, sehr defekt. Ich werde euch gerne alles über ihn erzählen, sobald er wieder instand gesetzt ist. Wir haben etwas Zeitdruck, nichts für ungut, aber ich glaube, durch die Klangreize seid ihr schon etwas zerstreut. Ich weiß, dass der Anfang hört sich schon mal richtig an. Ich würde sagen, den... Der muss ein bisschen tiefer. Der muss ein bisschen tiefer. Das hört sich doch richtig an. Es tut mir leid, aber ich werde euch nicht... Das hört sich doch richtig an. Warte mal. Ja.
Es tut mir leid, aber ich werde euch nicht viel nutzen. Mann, den habe ich doch ja nicht. Es tut mir leid, aber... Mann, Omeda, Ella, du stehst vor diesem Ding. Also für mich klingt das hier, wie es sein soll. Repariere diese Ding. Guck mich mal hier um. Wartenfall öffnen. Normal. Tja, das hat nicht geklappt, aber versucht es weiter. Es gibt ja nur 1024 mögliche Kombinationen. Wir haben das im Nu. Ich würde sagen, die letzten drei stimmen. Klingt doch aber richtig, oder nicht?
Repariere Ding. Repariert den Drehmer. Resonator. Warte mal. Machen wir jetzt Folgendes. Na, geht ja ohne. Verdammt. Komm schon. Och, man muss die antippen können. Tja, das hat nicht geklappt, aber versucht es weiter. Es gibt ja nur 1024 mögliche Kombinationen. Wir haben das im Nu.
Da tut sich was. Ja. Ich glaube, ihr habt es. Der musste tiefer sein, der Zweite. Ja, das war's. Es klappt. Hoffe ich. Die hat ja Haare. Los, verschwinden wir von hier. Ha, seht ihr? Es hat sich alles gefügt. Ich habe vor der Tür ein Lager aufgeschlagen. Dort können wir reden. Mann, was war das? Die hat ja Junge, 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 dafür brauchst du aber gute Heuchlappen. Manometer, Alter. Ah, die Heldin der Stunde. Ihr habt meinen tiefsten Dank und meine aufrichtigen Glückwünsche. Die Tatsache, dass ihr in eurem eindeutig verwirrten Zustand zu einer solchen Instandsetzung fähig wart. Ganz außerordentliche Arbeit. Einfach herausragend. Es scheint sich nun beruhigt zu haben. Ich hoffe nur, das bleibt auch so. Er braucht wohl sehen, da rumspielen, dann ist er wieder kaputt. Wer weiß ja, dass wir verwirrt sind. So, was ist da hinten geschehen? Ich kann auch nur raten. Als ihr die Melodie korrigiert hattet, kehrte der Resonator in seinen Ruhezustand zurück. Vielleicht eine Art Schlummerfunktion, um Energie zu sparen? Wichtig ist nur, dass er Ruhe gibt. Allen guten Göttern sei Dank. Meint ihr, dass es den Eiernträgern gut gehen wird? Oh weh, ich hoffe es. Sie waren dem Effekt nur sehr kurz ausgesetzt. Oh ja. Aber wenn es doch ein Tag mehr gewesen wäre, schwierig zu sagen. Bitte lass den Vorarbeiter wissen, wie schrecklich leid mir das alles tut. Wenn es etwas gibt, was ich tun kann, dann könnt ihr gerne bei mir in meinem Turm vorbeikommen. Hab Dank, ich werde mit dem Vorarbeiter sprechen. Ich wünschte bloß, ich hätte den Resonator genauer untersucht. Was haben Sie wohl mit einem solchen Gerät angefangen? Dient er vielleicht der Versklavung? Nein, nicht der Versklavung, das wäre zu offensichtlich. Naja, vielleicht so. Vielleicht Versklavung, naja, damit die arbeiten, wisst ihr, weil weggetreten sind. Kann ich euch noch etwas fragen? Bitte. Nach allem, was ihr getan habt, würde ich sagen, dass euch mehrere Fragen zustehen. Was war das genau für eine Maschine? Ein Dwemer-Resonator. Ein Klangverstärkungsgerät, das Denkmuster ändern soll. Das ist zumindest meine Hypothese. Die Klänge haben eindeutig einen starken Effekt auf das Gehirn. Aber für die Dwemer, vielleicht klang es für sie wie die lieblichste Melodie und mehr nicht. Ihr meintet, man hätte es vielleicht für Sklavenarbeit verwendet. Nun, keine Sklavenarbeit im üblichen Sinn. Der Klang würde die Zuhörer nicht an die Arbeit treiben, doch die Arbeit wäre eine Quelle tiefschürfenden Genusses für sie. Die Arbeiter würden dann also nur zu gerne arbeiten, versteht ihr? Vielleicht hätten sie sogar für das Privileg bezahlt. Aber wenn ich das jetzt so, ich sag mal, ich stell das jetzt ein, so, die arbeiten jetzt so weise, keine Ahnung, weil die Musik ihnen gut tut, irgendwelche wohlinie Gefühle im Hirn auslöst, Glücksgefühle, so, da ist das Wort, da schraube ich doch diese, dann stelle ich das doch ein auf diesen Ton und dann schraube ich doch diese Dinger ab, weißt du, damit auch keiner dran rumfuschen kann. Also Sklaverei durch Gedankenkontrolle? Nun, Sklaverei ist so eine plumpe Umschreibung. Es ist eher eine Art Austausch. Arbeit im Gegenzug für flüchtige, angenehme Empfindungen. Ähnlich wie beim Skoma-Handel. Ich schätze, das ist nicht viel besser als Sklaverei, oder? Natürlich sind das alles nur Vermutungen. Naja, aber es ist ja nahe, weißt du? Jetzt sind sie wieder alle wieder klar im Kopf und arbeiten jetzt da besser. Warum habt ihr an diesem Gerät herumgefummelt? Ich stamme aus dem Haus Telvanni. Einem Haus, das besessen von magischen Antiquitäten ist. Wir leiden unter einem besonderen Zwang, herumzutüfteln, und zwar mit allem. Ich will mich nicht herausreden. Ich wusste, es würde riskant werden. Doch ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, dass es sich auf die Minenarbeiter auswirken würde. Wusstet ihr denn nicht, dass die Mine von Gnisis miteinander verbunden, dass die Minen von Gnisis miteinander verbunden sind? Natürlich nicht.
Ich habe Jahre damit zugebracht, diese Ruine zu untersuchen. Ich habe so viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Als ich den Resonator in Betrieb nahm, gab es bedauerlicherweise eine Reihe von kleineren Beben. Sie haben die Wand zwischen der Ruine und der Mine einstürzen lassen. Der Rest ist tragische Geschichte. Ihr wart die ganze Zeit hier unten? Ja, sogar einige Tage. Ich habe eine Reihe von Klangschutzzaubern aufgestellt, um mich vor der Wirkung des Resonators zu schützen. Aber ich merkte, wie er mich langsam in seinen Bann zog. Noch ein paar Tage mehr und ich wäre genauso verrückt geworden wie diese Eierträger. Ich musste mir etwas einfallen lassen. Ohrenpfropfen. Ja, die wundersamen Kräfte von Quamerwachs. Setzt man es einige Minuten lang der Hitze aus, so verhärtet es sich und dehnt sich dabei aus. Toll zum Stopfen von Löchern, zum Instandsetzen von Möbeln und zum Schutz vor uralten Dwemer-Apparaturen, die einen das Hirn zu Brei rühren. Erstklassiges Zeug. Okidoki. So, okay. Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal hier wieder raus. Aber der zeigt mir an, dass ich da nach oben soll. Muss ich wieder durch die ganze Höhle? Ich guck mal. Ich gehe mal hier raus. Mal sehen. Lieber sehe ich jetzt hier außen rum, als mich nochmal hier durchzukämpfen. Wisst ihr, was ich meine? Oh. Hier sieht aber auch nicht besser aus. Hat sich ein schön erstreckt hier, die Höhle. Das war schon ziemlich... Das Rätsel war schon ziemlich... Alter, dafür brauchst du schon eigentlich ein gutes Gehör. Ist auch noch meine Aufgabe. Ach so, das war hier in dem... Ja, ja. Davon hier vergessen. Ach, die Folge geht ja schon 58 Minuten. Oh, okay. Wie sind all diese Minenarbeiter hergekommen? Seid ihr verantwortlich hierfür? Ja, wir haben da mal was, eine Wege geleitet. Ihr habt es geschafft. Meine Eierträger kamen vor einigen Minuten aus der Mine gestolpert. Sie hatten Beulen und Kratzer und so manchen Kopfschmerz, doch ansonsten waren sie unbeschadet. Was ist dort unten geschehen? Ein Dunkelelfenmagier hat aus Versehen eine Gedankenkontrollmaschine der Dwemer aktiviert. Was von den Dwemern? Wie hat... Ich arbeite schon seit Jahren in diesen Minen und ich habe nie irgendwelchen Dwemer-Unfug gesehen. Wo ist dieser schneerückige Dunkelelf? Es war dieser Telvanni Skeva Revus, nicht wahr? Ja, es war Revus. Er sagte, es täte ihm leid und er hat angeboten, dabei zu helfen, die Mine wieder in Betrieb zu nehmen. Noch mehr Telvanni-Blendwerk. Und wenn ich daran denke, dass ich mich schon fast mit diesem Tölpel angefreundet hatte... Ach, genug Gegrummel. Ich bin nur dankbar, dass meine Leute noch leben und in Sicherheit sind. Sind sie. Ich auch. Das verdanken wir nur euch, meine Freundin. Ich werde jede Nacht eine Flasche Met auf euch erheben, von jetzt an bis zum Ende der Welt. Bitte nehmt dies. Ihr habt es euch mehr als verdient für das, was ihr getan habt. Wo ist mein Met? Na denn, Mascal.